Willkommen zurück zu unserem ersten Einsatz mit unserem Flugzeug hier, mit unserem Wasserflugzeug. Ich weiß noch nicht mal, ob ich es noch in die Luft kriege, ob ich die Anzeigen lesen kann. Das werden wir alles sehen. Ich spawne es mal. So. Zumindest schwimmen tut es irgendwie, ja. So, wir müssen natürlich an Bord. Warte mal. So. Rein da, hoppala, rein da, sagte ich. So, wir machen auf. Machen wieder, hoppala, machen wieder zu. Kommen wir hier drunter durch. Nein, wir kommen nicht an den Sitzen vorbei. Mann, ist doch nicht. Dann machen wir nur auf eine Seite Sitze, oder? Ja, komm. Dann machen wir nur auf eine Seite Sitze. Ist ja nicht so wild. So. Dann ist das Ding wenigstens schön ungleichmäßig ausgewuchtet. Wo ist denn hier da? Na, bist du der Sitz? Bist du der Sitz? Ja. So, den nehmen wir auch weg. Dafür setzen wir dann hier halt hier hinten noch welche rein. So und so. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5 Sitze. Das ist okay. Dann haben wir noch einen Gang dazwischen. Das lassen wir mal. Speichern wir mal so. Speichern, speichern. Spawnen. Hui! So, ich komme. So, komm her. Deckel auf, Deckel zu. Na, warum geht das nicht? So, geht schon. So, was ist das? Achso, das brauchen wir. So, wir müssen. Sehen wir den Kompass? Ja, wir sehen den Kompass irgendwie. Nimm die blöde Taschenlampe weg. So, wir wollen. Wen wollen wir retten? Wir fliegen nach Südosten. Da müssen wir. Wir müssen erstmal da und dann müssen wir auch noch da. Mein Gott. So. Licht an. Ja. So, wir müssen auf Nordosten. Auf Südosten, Entschuldigung. Südosten, so. So, ja. Und jetzt heißt es Heidewitzka. Hui! Oha! Oh Gott, nicht so schnell, nicht so schnell. Ein U-Boot! Ein U-Boot! Alles gut. Da war ich zu ruppig. Moment. So, nicht nach Norden, sondern. Auch nicht nach Osten. Ich kann es auch als Boot benutzen, so ist es nicht. So. Fahren wir so richtig, ja. Nase nicht hoch, weil. So, jetzt. So ist besser. So ist besser. So ist besser. So ist besser. Vorsicht. So, das reicht uns schon. Wo müssen wir denn zuerst hin? So die Frage, ne? Da sind zwei Inseln, wir müssen die rechte nehmen, glaube ich. Müssen wir die da nehmen? Ja, ich glaube ja. Ich glaube, die da müssen wir nehmen. Da hinten ist auch eine hintere. Wo ist die hintere? Brauchen wir nicht. Wir brauchen erstmal die vorne rechts. Ja, die vorne rechts. Also die da brauchen wir, die hier. Ja. So, landen! Witzig. Landen! Juhu, Sturzflug! Das wird richtig gut. Oh, das war gut.
Habt ihr das gesehen? Das war gut. So, jetzt müssen wir die Kiste rumwuchten. Ach ja, ging ja nicht. Wir müssen die Kiste rumwuchten. Wir brauchen ein Ruder. Wir brauchen definitiv ein Ruder hier. So, jetzt müsste da irgendwo dieses Ding kommen. Aber fragt mich bitte nicht wo. Nein. Nein, 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 nein. Nicht, 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 nicht. Oh Gott. Super, dass du auch nicht rausgucken kannst. Warte mal, ich halte mal hier an. Weil mir fällt gerade Siebenteils ein. Bin ich hier richtig? Ich bin mir nicht sicher, ob ich hier richtig bin. So, Deckel zu. Nicht, dass das hier... So, muss ich da oben hin? Ist das da richtig? Keine Ahnung. Erstmal hinschwimmen. Ich werde hier nie wieder wegkommen. Ist euch schon klar, ne? Habt ihr das gehört? Was ist für ein Geräusch? Bin hier falsch, oder? Kann das sein, dass ich hier komplett falsch bin? Ich bin doch auf dieser Insel hier. Ich bin meiner Meinung nach, ich bin auf dieser Insel. Das ist mein Boot. Dahin müssen wir. Hier muss ich irgendwen retten. Tag, bist du der... Seid ihr die, gerettet werden müssen? Zwei Zivilisten. Kommen Sie mit, junger Mann. Eigentlich können Sie auch mitkommen. Kommen Sie mal mit. Wir müssen jetzt hier von dannen. Wir müssen von dann... Da ist mein treues... Hoffentlich fällt die Uschi jetzt nicht ins Wasser. Wo ist sie? Ist egal. Ich bringe erstmal ihn hier. Sie wird sich schon noch anfinden. Mein treues Unterseeboot, hätte ich beinahe gesagt, aber wir wollen keine Prognosen aufstellen. So. Kommen Sie mal mit, junge Frau. So, sie setzen sich dahin und halten die Guschen. So, ist noch etwas beengt hier drin. Ist aber ein Flugzeug. Kein Hotel. So. Hasse euch. So, Deckel zu. Wo ist der andere? Die andere, das andere. Die ist bestimmt ersoffen. Ruf da. Wo ist die denn hin? Da unten ist sie nicht. Ohne Witz, wo ist die hin? Wo ist die denn? Wird die angezeigt? Ist die wieder zurückgewetzt oder... Ich habe sie verloren. Habe sie verloren. Ich gehe mal kurz gucken, was hier noch so ist, ja? Wo wir gerade mal dabei sind. Oh, guck mal hier. Guck mal da. Mhm, aha. Oho. War ich hier schon mal? Ich gucke nur, ob es was zu looten gibt. Nee. Nee, gibt's nichts. Okay, wo ist die Uschi?
Wo ist die Uschi? Ich bin hier runtergefallen. Die hängt garantiert hier unten irgendwo. Irgendwo hängt die. Ach, da ist sie. Kommen Sie mit. Kommen Sie mit, junge Frau. Hören Sie auf, unterm Steg rumzulümmeln. Sie sind nicht Pennywise der Clown. Der Steg ist irgendwie massiv, deswegen kann ich nicht drunter durch. Also schwimmen wir hier drum herum. Ich hoffe, ich kriege die Kiste gewendet. Ich habe so den Verdacht, das könnte problematisch werden. Was ist denn das da hinten? Nur mal aus Interesse, was ist das? Ich gucke gleich mal nach. So, Sie setzen sich bitte hier hin und halten auch die Guschen. Ich muss mal kurz gucken, was da hinten... Es ist noch nicht optimal. Es ist hier noch nicht Optimum. So. Was ist das? Nein. Ein Geschenk! Ein Geschenk! Ein Geschenk! Was macht das da? Außerdem ist Weihnachten vorbei. Gib mir das. So. 10.000 Cash. Heidewitzka. Wie viel habe ich jetzt? Mit dem Flugzeug müssten es knapp 100.000 sein. Kann man das Flugzeug eigentlich, wenn man hier dagegen schwimmt, kann man das drehen? Nee, ich glaube nicht. Wir lassen das nicht, dass ich es nachher in die falsche Richtung baller. Ja, das war sehr gut. Ja. So, jetzt müssen wir... Da haben wir die Leute eingesackt. Jetzt müssen wir weiter nach Südosten. Hier irgendwo ein Boot. Ehrlich gesagt brauchen wir da nicht fliegen. Da fahre ich mit dem... Da fahre ich. Versteht ihr, was ich meine, ja? Das ist ja quasi auch ein Boot. So. Jetzt wird es allerdings ein bisschen kritisch. Jetzt müssen wir mal... Ja, das geht. Das ist alles im Rahmen. Alles im Rahmen. So, was haben wir gesagt? Nach Südosten, ne? So, mein Problem ist jetzt, dass ich hier nicht rausgucken kann. Ich bräuchte quasi... Da ist es, ich sehe es, Gott sei Dank. Zum Glück haben wir kaum Seegang. Seht das Blinken? Ja, da ist es. Ich kann ja nicht in die dritte Person gehen, das ist so mein Problem. New Mission, Attack Boat requires... Nein, das machen wir jetzt nicht. Wir müssen die Leute da retten. So, wie schnell sind wir? Ach komm. Es ist okay. Wir haben ein Bötchen. Wir haben ein Bötchen. Und da hinten ist irgendwo... Da, die brauchen wahrscheinlich auch nur... Keine Ahnung, ob die erste Hilfe brauchen. Und dann fliegen wir nämlich den... Das war ja eigentlich jetzt nur so ein kleiner Hopsa mit dem Flieger. Ich hoffe nur, der Meteor kommt jetzt nicht irgendwann. Der löst dann wahrscheinlich auch noch gleich einen Tsunami aus. Freut mich Kullerkeks drauf. So, wir sollten ein bisschen dran vorbeifahren. Das sieht man aus, also das Blinkende da im Wasser, das dürfte ein Passagier sein. So. Ja, er lenkt sich noch ein bisschen. Also ich bräuchte noch ein Wasserruder. Im Moment ruder ich quasi mit dem Seitenruder des Schiffes.
Das ist nicht so pralle, aber es funktioniert irgendwie. So, was? Casualties. Rescue South Coast to Hospital. Okay, das passt ja. Ich soll da nur Leute einsacken. So, aufpassen, dass wir nicht mehr mit Flügel dran hängen bleiben. Ich muss sagen, ich finde das Ding geil. Finde ich. Muss ich sagen. So. Jetzt klemme ich hier schon wieder. Ihr bleibt sitzen. Ich hole mal nur ein bisschen Nachschub hier. Diese Leiter macht einen Körre. Nein, es funktioniert auch nicht. Vielleicht sollte ich die woanders anbringen. Oder ins Wasser fallen geht natürlich auch. Wir müssen aufpassen, dass mir das Ding nicht voll läuft, sonst haben wir ein Problem. So. Kommst du doch mal selber an Bord hier. Warum muss ich das alles alleine machen? Erstmal ihn hier. Schwupps. Ich finde das geil, das Ding. Darf ich das sagen? Ich finde das geil. Es erfüllt absolut seinen Zweck, so wie sich das gehört. Hier hinten ist, wie gesagt, noch etwas beengt. Ich speichere mal ganz kurz. So. Jetzt holen wir den letzten. Was ist denn jetzt los? Jetzt klemme ich in der Tür drinne. Geil, zum Glück habe ich gerade gespeichert. Warte mal, mach mal auf, ja. Naja, wenn man richtig nach da guckt, dann geht's. Hier, mein toller Motor, ja, den habe ich total selber entworfen. Naja, eigentlich nicht. So, kommen Sie da runter, junger Mann. Haben Sie einen Cowboy-Hut an, oder was? Na! So. So, jetzt eigentlich nur starten und nach Nordwesten fliegen, oder? Eigentlich ist das alles. So, hinsetzen. Ja, ihr sitzt da toll. Ihr sitzt da toll. So, ich speichere nochmal, dann muss ich nicht nochmal... Hier, nochmal da. Ja, überschreiben. So. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir fliegen jetzt von hier. Das nächste Hospital ist... Was ist da? Ist da auch noch was? Nee. Das nächste Hospital ist da. Das heißt, wir fliegen jetzt nach Nordwesten. Mhm. So, machen wir das. So. Wir drehen nach rechts, genau. Und dann starten wir. Was habe ich gesagt? Nordwesten, ne? Ja. So. Süden. Westen. So, das dürfte Nordwesten sein. Ja. Und wir machen erstmal wieder den Abtaucher. Das kennt ihr schon. Hui. Komm, heb ab. Warum hebt er jetzt nicht ab? Sind wir zu schwer oder was? Hui. Okay. Ich schließe nicht aus, dass wir zu schwer sind. Ist natürlich erbärmlich. Wir sind zu schwer. Ich krieg die Kiste nicht nach oben. Da, sag mir nicht, dass ich jetzt mit dem... Echt jetzt? Sind wir zu schwer? Nein.
Oh Gott. Ich sagte Nord, nicht nach Norden, nach Nordwesten. So, dahin. Oh Gott. Okay, wir waren ein wenig schwer zugegeben. Fliegen wir jetzt nach Nordwesten? Ja, ich glaube ungefähr. Da kommen jetzt zwei Inseln, das müssten die beiden sein. Und dann fliegen wir... Ja, alles cool. Ja, das sind die Inseln, sehr schön. So, ein bisschen trimmen, so. Also vier Passagiere wiegen deutlich, was kann man mal sagen. Hallo Hubschrauber, was machen Sie da oben? Keine Ahnung, welche Höhe haben wir eigentlich? 300 Meter. Sprit, auch noch genug. Hat schon was, muss man sagen. Jetzt, wo was getrimmt ist. So, jetzt kommt eine weitere Insel, das müsste die sein. Ich fliege jetzt leider so ein bisschen nach Schnauze. Bisschen nach links rüber. So, ein bisschen. So. Sollen wir versuchen, auf dem Land zu landen? Das wird nicht funktionieren. Es benimmt sich aerodynamisch noch etwas merkwürdig. Aber gut. So, wo ist das? Das ist diese Landspitze, okay. Und hinter der Landspitze kommt dann das Hospital, alles klar. Wie schnell sind wir noch? 250, okay. Ich hoffe nicht, dass wir gerade gleich einen Strömungsabriss kriegen, dann lache ich. Eh nicht. So, wir sind zumindest schon mal aus dem fiesen Gebiet raus. Ich weiß nicht, ob wir das mit dem Landen hier hinkriegen. Sollen wir es lieber am Wasser machen? Ach, Quatsch. Da waren lauter Bäume. Ich komme, wir landen im Wasser. Im Wasser, im Wasser. Im Wasser. Im Wasser. Im Wasser. Juhu! Im Wasser. Ja. U-Boot. Alles okay. Alles gut. Die Kiste wuppt. Ah, so. Was wir jetzt aber machen können, ist hier so auf Land fahren, glaube ich. Das könnte hinhauen, oder? Ich weiß nur nicht, ob ich dann wieder... Ja, das machen wir lieber nicht. So, 23. So. Ja, vielleicht sollten wir nicht unbedingt den Steg ins Auge fassen. Ich weiß auch nicht, wie dicht wir jetzt gerade dran sind. Zumindest ist da der Strand. Sehen wir gar nichts. Also die Aussicht nach rechts fehlt mir noch ein bisschen, ne? Die Aussicht... Ich fahre jetzt hier mal an den Strand und da lade ich sie aus. Ich hoffe, dann treibt mir das Boot nicht weg. Könnte auch an Land. Ich habe nur keine Lenkung für die Räder eingebaut. Fällt mir gerade 7 Teile ein, was natürlich extrem idiotisch ist.
So, wie dicht sind wir am Strand? Ich sehe das überhaupt nicht. Ich sehe das überhaupt nicht, wie dicht wir am Strand sind. Ich halte jetzt einfach mal an. Guck mir das nochmal ein bisschen genauer an, kurz. Jetzt klemme ich doch schon wieder hier fest. So. So, wie habe ich das gemacht? Eben so. Ja, oder auch nicht. Darauf! Sehen wir hier. Das ist eigentlich noch ein bisschen. Ne, wir holen die jetzt mit, komm. Wir holen die jetzt mit. Warum drehen sich die Dinger noch? Warum dreht sich da noch was? So, mitkommen. Hinstellen. Wo ist er jetzt? Mitkommen. Hinstellen. So. Mitkommen. Hinstellen. Mitkommen. Also mir fehlt hier definitiv noch. Naja. Was blinkt da denn jetzt? Kriegt euch da mal ein. Können die schwimmen? Ich bin mir nicht sicher, ob die schwimmen können. Ich muss nur noch den letzten holen. So. Kommen Sie jetzt mit hier, junger Mann. Kommen Sie doch mal. So. Hinstellen. Deckel zu und erstmal speichern. So. Und jetzt müssen wir die. Du, du, du und du. Ihr kommt erstmal mit. Hui! Ja. Könnt ihr schwimmen? Hoffentlich gibt es hier keine Haie. Ich hoffe es für euch. Ist ganz schönes Stück, ne? Ah ja. Seid ihr noch da? Irgendwie fehlt einer, oder? Ist der jetzt abgesoffen? Wir werden es gleich sehen. Weil hier die Texturen fehlen, sieht man aber auch beim besten Willen nicht, ob man jetzt gleich am Land ist oder nicht. Sag mal. Wo ist denn, irgendwie fehlt Nummer 3. Kann das sein? Kann das sein, dass Nummer 3 da. Nee. War das nicht 4? Ihr wartet mal kurz hier, ja? Ich gehe mal euren Kollegen holen. Hab den Verdacht, hab den vergessen. Der ist bestimmt abgesoffen. Wo ist der? Da schwimmt er. Hat sich am Boot vergeilt. Kommen Sie mit, junger Mann. Wo sind die jetzt? Wo sind die denn jetzt? Ich sehe die nicht mehr. Die sind schon allein zum Hospital gelaufen. Jetzt sag mir nicht, dass die despawned sind. Da sind sie. Ah, was ein Akt. So. Du, mein treues Flugzeug, du bleibst da schwimmen. So, ihr lauft die fälligst zu Fuß. Mitkommen. Eine Kuh! Ist es eine Kuh? Ich weiß es nicht.
So, dafür müsste ich ja dann irrsinnig viel Kohle kriegen. So, warte mal, hier, wir sind jetzt quasi da. Wir müssen quasi, ja. Hoffentlich sind die Kühe nicht aggressiv hier. Schau, hier haben wir irgendwelche... Keine Ahnung, was wir da haben. Kommt ihr mit? Ihr bleibt jetzt nicht an den Bäumen hängen, ne? Oder so eine Schosen. Kommt ihr? Ja. So, da haben wir noch mehr. Da haben wir hier eine Straße, die hier quasi so durchführt. Also da sind wir, glaube ich, vorbeigekommen. Oder da, ich bin mir nicht sicher. Ja, hier sind wir richtig. Kommt mit, meine Kerlchens. Hier ist das Krankenhaus. Wir haben sogar alle da. Haha, wie geil ist das denn? Herr Doktor, Herr Doktor. Kommt mal rein hier. Schwupp, schwupp. Müssten alle sein, ne? 1, 2, 3, 4. Ja, es sind alle. Ja. Könnte alle hier bleiben. Voll. Was ist denn jetzt mit denen? Warum? Wo soll ich die hinbringen? Wo soll ich die hinbringen? Safe Zone. Kann sein, dass ich die zu einer Safe Zone bringen muss. Das kann natürlich auch sein. Warte mal, wenn ich die zu einer Safe Zone bringen muss. Warte mal, da ist mein Schiff. Die Safe Zone müsste die Straße hier entlang sein. Kommt mal mit. Seid ihr da? Ja, sind da. So, hier ist die Straße. Die läuft jetzt hier ran und dann müsste die Safe Zone... Ich weiß nicht, ob ich die zu... Ja, die sollte ich zu einer Safe Zone bringen. Seid ihr da? Freunde der kleinen Nachtmusik. Wo sind die? Habe ich sie abgestreift oder was? Jetzt stehen sie hier noch dumm rum. Komm mit, komm mit. Ich bin hier aber außerhalb dieser Gefahrenzone, ne? Ja, alles gut. Das ist okay. Das ist ein Dorf, hier darf es Ziegen geben. So, jetzt müsste hier links irgendwo... Was ist denn das? Diesel. Aha. Warte mal, jetzt bin ich hier... Deshalb bin ich da auf die Straße gemündet. Nee, wo ist denn jetzt... Hier stand doch irgendwas von Safe Zone. Wo ist denn die jetzt? Hier stand doch irgendwas von Safe Zone. Wo denn? Da. Okay, alles cool. Straße lang. Hier runter. Ich hoffe, ich finde mein Flugzeug noch. So, Safe Zone. Safe Zone. Safe Zone. Wo ist denn die Safe Zone? Hier rein vielleicht? Kommt mal rein hier. Ist das hier eine Safe Zone? Ne, ist keine Safe Zone. Angeblich ist das hier eine Safe Zone. Ihr Napfsülzen. Property for sale. Wo ist die Safe Zone? So ein Mist. Wo ist die Safe Zone? Es muss aber auch hier irgendwo so eine Property for Sale Geschichte sein.
Das müsste hier eigentlich sein. Mein Flugzeug ist auf jeden Fall noch da. Was ist das da? Die Kuh im Nebel, alles klar. Ich finde die Safe Zone nicht, die eigentlich hier sein müsste. Hier, ist das eine Safe Zone? Wo seid ihr denn? Kommt ihr mal bitte hier rein? Nein, ist auch keine Safe Zone. Ist das hier eine Safe Zone? So, ich habe keine Ahnung, wo die Safe Zone ist. Ich war eigentlich der Meinung, ich hätte hier welche. Ich hätte hier eine Property for Sale. Da ist die Safe Zone. Wir sind doch hier, wir sind hier definitiv reingerannt. So, also die können mir gestohlen bleiben, dann halt keine Safe Zone. Dann lasse ich die halt hier irgendwo verhungern. Ich gehe jetzt zurück zu meinem Boot. Und freue mich, dass ich zumindest 80.000... Wir sind über 100.000 mit dem Flugboot. Dass ich das zumindest habe. Die lasse ich dann da stehen. Können mir gestohlen bleiben. Sollen froh sein, dass ich sie ans Land gebracht habe. Mein Boot noch da? Ja. So, Freunde. Ich würde sagen, wir haben erfolgreich, wenn die auch etwas hier... Ihr könnt einfach hier stehen bleiben. Ihr seid mir... Ich will überhaupt nichts mit euch zu tun haben. Ich würde sagen, wir haben erfolgreich unsere erste Tour mit dem Wasserflugzeug hinter uns gebracht. Ich habe mich noch nicht getraut, mit auf Land zu landen, obwohl es ja Räder hat. Aber das machen wir dann vielleicht beim nächsten Mal. Ich sage danke fürs Zusehen. Euer Mr. Fleck. Tschüssi.